Irgendwas tickt doch an dieser Uhr nicht richtig. Vielleicht haben Sie so gefragt. Jetzt geht die Sonne schon um knapp 15 Uhr, 16 Uhr unter. Und erst wieder um 8 Uhr, kurz vor 8 Uhr auf. Also 16 Stunden. Währenddessen der Mond jetzt demnächst um 15 gegen 16 Uhr im Osten aufgeht, während die Sonne im Westen untergeht. Und dann morgens um 8 Uhr immer noch im Horizont steht. Jetzt müsste man die Zeit dazwischen ausrechnen, die eben den Zwischenzeitraum zwischen der verlängerten Sonnenzeit ausmacht. Und außerdem nimmt die Sonne immer eine berechenbare Bahn von jetzt dem südlichsten Punkt des Aufgangs bis dem südlichsten Punkt des Untergangs, während der Mond seine Sperenzchen treibt und springt um mehrere Grade jeweils am Tag. Heute ist wieder Vollmond, oder gestern oder vorgestern. Am Morgen war es auch Vollmond. Nein, ich komme nicht raus. Vor ein paar Tagen war der Mond im Zenit noch ganz schmal. Mitten am Morgen, in der Nacht noch, als Sichel sichtbar. Und jetzt ist er beim Aufgang vollmondig und am Untergang wiederum vollmondig. Und dazwischen Achtel- oder Sechzehntelmondig. Ich komme nicht raus, sagt der Schweizer.